Uganda. Etwa 10.000 Kilometer liegen zwischen Deutschland und der Republik im östlichen Afrika. Mehr als 34 Millionen Menschen leben hier auf einer Fläche von 250.000 Quadratkilometern. Rund ein Viertel von ihnen unter der Armutsgrenze. Viele der Bewohner wohnen in kleinen Dörfern, in unwegsamen Gebieten und nur schwer zu erreichen. Medizinische Versorgung gibt es kaum. Noch schwerer wird es für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die sich nicht ohne Hilfe fortbewegen können. Die Initiative Pro Uganda aus Südhessen reist regelmäßig in das Land, um ihnen zu helfen. Im Sommer 2016 ist unter den vielen freiwilligen Helfern auch der Fuldaer Orthopädietechnikmechaniker Eugen Markus. Noch während seiner Ausbildung beim Sanitätshaus Spiegel hatte ihm einer seiner Berufsschullehrer angeboten, für das Projekt mit nach Afrika zu reisen. Ein Abenteuer mit wohltätigem Hintergrund, zu dem der damalige Lehrling sofort Ja sagte. Ich habe gar nicht lange überlegt, also ich habe sofort eigentlich Ja gesagt, weil das einfach so eine schöne Sache ist, die ich zurückgeben kann. Jeder sagt, okay, mal im Fernsehen mal ein bisschen spenden und so, aber das wollte ich nie. Dann spende ich lieber auf meine Art quasi mein Handwerk wieder zurück und kann da die Leute, die halt wirklich am Existenzminimum leben, eine Prothese zu bauen oder zu geben. Also Leute, die halt keine Prothese haben oder nicht stehen können, die können auch nicht arbeiten. Als Teil eines neunköpfigen Teams reist Eugen Markus für 2 Wochen in das Krisengebiet. Während das Team von freiwilligen Helfern in Deutschland alltäglich mit modernen Hightech-Werkzeugen arbeitet, sind die Möglichkeiten in Uganda viel geringer. Man behilft sich mit einfachsten Mitteln und arbeitet aus dem Koffer heraus. Aber alles sehr improvisiert. Wir haben eine Werkbank zur Verfügung gestellt bekommen, beziehungsweise 2, 3 Stück, und haben das einfach draußen vor die Halle gestellt, in der knallen Sonne. In Afrika war auch sehr schön. Und haben dann quasi einfach eine Bohrmaschine als Trichterfräse benutzt und haben dann da quasi Schäfte geschliffen. Aus der gesamten Republik kommen Amputationspatienten angereist. Sie alle benötigen dringend die Hilfe der Freiwilligen. Das Team vermisst die Patienten, fertigt die Prothesen und hilft schließlich auch bei den ersten Gehversuchen. Einige alte Bekannte kommen auch, um Danke zu sagen. Also das in einem Wort zusammenzufassen, was ich unten erlebt habe, war sehr viel Liebe, also vor allem auch uns gegenüber. Also das war jetzt nicht so, dass wir uns immer, also dass wir uns in Gefahr gesehen haben. Die sehen das ein bisschen anders. Also die sehen, okay, die Weißen kommen, die meisten sind da und die wissen, dass das gut ist für das Land. Die kurbeln die Wirtschaft ein bisschen an und die sind gut für uns, also für die Einheimischen da. Und die sind super nett, die kommen auf einen zu, die machen alles für einen quasi, obwohl wir eigentlich denen nichts geben. Also wir haben denen kein Bargeld oder sonstiges gegeben, aber trotzdem haben die sehr viel Liebe uns entgegengebracht. Kaum befahrbar sind die Straßen, die das Team von Pro Uganda in den Tagen danach noch ins Landesinnere führen. Auch dort erwarten sie zahlreiche Patienten, die selbst beschwerliche Reisen hinter sich gebracht haben. Die Helfer hören bewegende Schicksale und erfahren immer wieder die große Dankbarkeit der Menschen. Am Ende des 2-wöchigen Aufenthalts blicken Eugen, Markus und die anderen Freiwilligen aber vor allem auf gute Erinnerungen zurück. Uganda fühlt sich sehr echt an. Also man kommt an und man spürt einfach alles. Man spürt die Menschen, man spürt das ganze Leben da. Also ich finde es einfach sehr echt. Es gibt nichts Unechtes. Also nicht so wie hier. Viele sind ja hier Schein und Trug, Anzugsträger. Und so, man weiß nie, wie man Leute einschätzen kann. Wenn man da unten die Leute sieht, weiß man eigentlich, was man hat. Der damalige Lehrling ist mittlerweile ausgelernter Orthopädietechnikmechaniker und wurde von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen. Die Reise nach Uganda hat ihn geprägt und ihm zusätzliche Motivation für seinen Beruf gegeben. Auch in der Heimat genießt er es, Menschen helfen zu können und freut sich über die große Dankbarkeit vieler Patienten. Daraus schöpft er Kraft und für ihn ist klar, dass er auch 2017 wieder mit nach Afrika reisen möchte, um denen zu helfen, die seine Kenntnisse so dringend benötigen. Osthessen News. Sehen, was bewegt.